Die medizinische Fakultät ist die größte der vier Fakultäten der jungen und außerordentlich dynamischen Universität Ulm. Exzellente Forschung und Lehre, gebündelt mit universitärer Spitzenmedizin, sind unser Kennzeichen. Forschungsschwerpunkte sind molekulare Mechanismen des Alterns und altersassoziierte Erkrankungen, wie zum Beispiel Neurodegeneration oder Krebs. Daneben sind wir der Spitzenstandort für die Traumaforschung in Deutschland. Moderne und innovative Lehre für die Studierenden der Humanmedizin, der Zahnmedizin, der molekularen Medizin und der molekularen und translationalen Neurowissenschaften sind uns ein großes Anliegen. Neben klassischen Lehrkonzepten nutzen wir E-Learning, Blended Learning und andere moderne Lehrformate wie Skills Lab, Augmented und Virtual Reality Labs in unserer Ausbildung. Nichts Dramatisches. Naja, mein Arzt hat gesagt, ich muss ein bisschen mehr auf mich schauen. Daneben sind wir besonders stolz auf unser neues Studierendenhospital To Train You, einzigartig in Baden-Württemberg, das wir für mehr als 20 Millionen Euro errichtet haben, das es uns erlaubt, völlig neuartige Konzepte der interaktiven und interprofessionellen Lehre zu entwickeln. Einige Beispiele unserer modernen Forschungs- und Lehrkonzepte werden Ihnen jetzt nachfolgend von einigen Kolleginnen und Kollegen vorgestellt. Und jetzt ein pathologisches. Ja, ich höre ein Systolikum. Mhm, genau. Könnte eine Aortenklappenstenose sein. Sehr gut, da hast du auch die Karotiden. Hier im Ulmer Skills Lab trainieren unsere Studierenden von Anfang an nach dem Skills in Kontext Konzept. Darunter verstehen wir, dass nicht nur der eigentliche Untersuchungsablauf trainiert wird, sondern auch die dazugehörende Patientenkommunikation, die Hygienemaßnahmen und die abschließende Dokumentation. Unfallfolgen sind die häufigste Todesursache bei Menschen unter 45 Jahren. Man geht davon aus, dass der Verlust an Lebensarbeitsjahren zu einer volkswirtschaftlichen Belastung von über 30 Milliarden Euro allein in Deutschland führt. Unfälle treffen nicht nur den Körper, die Knochen, die Organe, sondern natürlich auch die Psyche eines Patienten. Unser Ziel ist es, in unserer Forschung am Standort Ulm die Interaktion zwischen dem Trauma der Psyche und dem Trauma des Körpers zu erfassen. Am Wissenschaftsstandort Ulm ist ein international einmaliges Netzwerk für Traumaforschung entstanden. Dies beruht zum einen auf starker Grundlagenforschung, aber auch auf den klinischen Einrichtungen am Campus. Allen voran das Universitätsklinikum, das Bundeswehrkrankenhaus, das Rehabilitationskrankenhaus und den Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes sowie weiteren medizinischen Versorgungseinrichtungen. Das Ziel unserer Traumaforschung ist, patientenspezifische Therapieregimes zu entwickeln, die es ermöglichen, sowohl die psychische wie auch die physische Komponente zu adressieren und damit den Patienten so schnell als möglich wieder gesund in sein normales Leben zurückzuführen. In der Traumaforschung arbeiten Spezialisten aus vielen Fachdisziplinen zusammen. Sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der Klinik. Praktisch heißt das, dass zum Beispiel der Unfallchirurg den Kinderpsychiater, der Nanomechaniker den Mikrobiologen, der Neurologe den Toxikologen trifft. Sie alle entwickeln eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis und können dadurch hochinnovativ forschen. Dabei verfolgen wir alle ein gemeinsames Ziel: die Verbesserung der Traumadiagnostik und Traumatherapie. Der Forschungsneubau für die multidimensionale Traumawissenschaften, kurz MTW, ist in Europa, ja sogar weltweit einzigartig. Hier werden über 200 Kolleginnen und Kollegen in hochtechnologisierten Speziallaboren
mit Biobank und klinischem Studienzentrum interaktiv arbeiten. Sie widmen sich dabei den multidimensionalen Fragestellungen der Traumaforschung. Was heißt das? Ein Trauma kann in der Raumdimension vom Großen zum Kleinsten, vom Organismus bis hin zum Molekül, jeden Menschen zu jedem Zeitpunkt entlang der gesamten Lebensspanne treffen. Diese Strukturen funktionell verändern und damit nachhaltig stören. Eine weitere Dimension ist das enge Zusammenspiel zwischen physischem und psychischem Trauma. Diese Körper-Seelen-Wechselwirkung beeinflussen Regenerationsvorgänge nach Trauma entscheidend. Die Erforschung des blutbildenden Systems und insbesondere der Leukämieerkrankung haben in Ulm eine lange Tradition, die bis zur Universitätsgründung zurückreicht. Und eine der Ziele in der Leukämieforschung ist es, die zellulären und molekularen Grundlagen der Leukämieentstehung zu erforschen. Unter anderem entwickeln wir Landkarten von genetischen Veränderungen, von sogenannten Genmutationen. Dadurch lässt sich die Prognose der Patienten wesentlich exakter ermitteln. Ein weiteres Ziel ist es, neue molekular zielgerichtete Therapien zu entwickeln, die auf dem besseren Verständnis der Leukämieentstehung beruhen, die Entwicklung sogenannter personalisierter oder Präzisionstherapie. Hier war und ist die Universitätsmedizin Ulm maßgeblich an der Entwicklung von vielen innovativen, maßgeschneiderten Therapien beteiligt. Und insgesamt, glaube ich, sind wir in der Leukämieforschung hervorragend aufgestellt. So haben wir eine der größten Leukämie-Biobanken der Welt von Knochenmark und Blutproben von Patienten, die im Rahmen unserer klinischen Studien behandelt worden sind. Die Leukämieforschung ist eine der wichtigen Pfeiler unseres Comprehensive Cancer Center, des CCCU, das seit vielen Jahren von der Deutschen Krebshilfe als onkologisches Spitzenzentrum gefördert und ausgezeichnet ist. Kürzlich erhielten wir gemeinsam mit dem Comprehensive Cancer Center Tübingen-Stuttgart den Zuschlag als Standort des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankung. Ich glaube, das ist ein weiterer sehr großer Erfolg für die Ulmer Universitätsmedizin.